Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir dir die Konsumgüterbranche vorstellen. Und zwar werden wir dir heute einmal erklären, warum man überhaupt in Konsumgüteraktien investieren sollte und allgemein, welche Gründe es gibt, solche Aktien zu kaufen. Dann werden wir dir noch 5 spannende Unternehmen aus der Konsumgüterbranche vorstellen und würde sagen, wir fangen auch dann direkt mal an mit der allgemeinen Einleitung. Und zwar, es ist ja so, dass das Thema Konsumgüter in unserem Alltag eine sehr große Rolle spielt. Ich meine, jeder kennt es. Jeder kauft es. Ich meine Lebensmittel, Klamotten, Pflegeprodukte und noch vieles weiteres. Oder zum Beispiel auch, dass man sich dann irgendwelche Luxusartikel kauft, wie zum Beispiel, dass man dann der Freundin eine neue Handtasche kauft oder ähnliches, teure Klamotten kauft, das Supreme-T-Shirt kauft, den Supreme-Pulli. Also lauter solche Luxusartikel eventuell auch oder dass sich ein teures Auto kauft. Und wir wollen jetzt quasi nochmal vorstellen, wie du von diesem Trend als Aktionär auch profitieren kannst. Und dafür stellen wir dir jetzt die 5 unserer Meinung nach besten Konsumgüteraktien vor, um langfristig von dem Konsum zu profitieren der Menschen. Und ich würde sagen, Gerrit, erzähl uns doch erstmal, warum sollte man überhaupt in Konsumgüteraktien investieren? Ja, Konsumaktien, das sind ja auch Unternehmen, die dahinter stehen, die wiederum Güter für den täglichen Bedarf und Gebrauch herstellen, wie beispielsweise Lebensmittel, Kleidung, Pflegeprodukte, Möbel, Spielzeug, Brillen und so weiter und so fort. Und diese Unternehmen sind natürlich absolute Riesen und verkaufen tagtäglich Millionen von ihren Produkten an die Menschen rund um den Globus. Die Konsumenten fragen natürlich diese Produkte täglich nach und Markenprodukte, wie zum Beispiel die von Nike, Adidas, aber auch im höheren Preissegment wie von Louis Vuitton, die rücken natürlich hierbei immer zunehmend mehr in den Fokus und die Konsumenten versprechen sich natürlich durch das Kaufen von solchen Markenprodukten zum einen eine höhere Qualität und zum anderen verspüren sie natürlich auch diese Außenwirkung und natürlich diese Zugehörigkeit zu solch einer starken im Markt etablierten Marke. Und da gehören zum Beispiel auch die Aktien von den größten Produzenten weltweit wie Nestlé, Procter & Gamble, Danone, Coca-Cola, Unilever, L'Oreal und so weiter zu den bekanntesten internationalen Vertretern dieser quasi ja, Wertpapiergattung. Und in Deutschland zählen diese Aktien zum Beispiel des Augenoptikers Fiemann, des Online-Händlers Zalando und der Soplus-Aktiengesellschaft zu den bekanntesten Konsumaktien. Warum aber sollte man jetzt eigentlich auch den Kauf in Konsumgüteraktien bevorzugen, weil sie zum einen natürlich ideal für dieses Buy-and-Hold-Prinzip geeignet sind und viele Konsumgüterunternehmen schon seit Ewigkeiten über Jahrzehnte hinweg eine stabile Dividende ausschütten und fast jährlich die Umsätze halt steigern können. Die stabilen Umsätze werden natürlich auch durch diesen regelmäßigen Konsum der Menschen in der Krise generiert, also vor allem jetzt zum Beispiel dieses Jahr Corona. Da sind die Unternehmen natürlich zum Teil, zumindest im Buchwert, natürlich auch stark abgestraft worden. Nichtsdestotrotz haben sie natürlich so eine Marktmacht und so eine Marke geschaffen, dass die Menschen natürlich auch weiterhin in solch einer Krise diese Produkte kaufen und anwenden möchten. Natürlich hat diese Branche somit dann auch weniger Schwankungen als andere Branchen. Ich gucke da mal in Richtung Technologie oder zum Beispiel die Ölbranche, wie wir jetzt auch wissen. Die ist natürlich stark von dem Ölpreis abhängig und somit haben diese Unternehmen auch ein solides Wachstum durch den zunehmenden Konsum in den Schwellenländern bekommen. Das heißt, dort wächst ja auch der Wohlstand, also in Richtung Raum Asien und diese Menschen möchten natürlich auch von diesen westlichen Produkten, ja, oder diese westlichen Produkte natürlich konsumieren und dadurch sehen wir hier auch natürlich, wie schon erwähnt, ein solides Wachstum. Nun haben wir dir aber hoffentlich erstmal überhaupt diese Frage beantwortet, warum Konsumgüteraktien so wichtig sind und warum man hier rein investieren sollte. Natürlich an dieser Stelle, wenn wir jetzt die nachfolgenden Top 5 Konsumgüteraktien vorstellen,
es handelt sich hier nach wie vor um keine Anlageberatung, sondern nur um unsere eigene private Empfehlung. Aber ich würde sagen, Yannick, stell uns doch mal das erste Unternehmen vor, nämlich Unilever. Genau, dann werde ich auch gleich zu Unilever kommen. Ich wollte davor noch mal eine Sache sagen, warum ich jetzt gerne in solche Konsumgüteraktien auch investiere persönlich. Weil ich kann mich halt auch mit den Marken teilweise, ich benutze die im Alltag und so weiter. Deshalb finde ich es ganz cool, eigentlich auch in diese Aktien investiert zu haben und quasi von meinem eigenen Konsum zu profitieren im Endeffekt. Und ich glaube, das ist auch so eine Motivation von dir, Gerrit, oder? Warum du jetzt in Konsumgüteraktien investierst. Ja, vor allem, ich finde es immer selber richtig geil, wenn jetzt zum Beispiel jemand im Freundeskreis, also ich gucke jetzt mal eher so Richtung weiblichen Freundeskreis oder zum Beispiel auch Familienmitglieder, wenn jetzt zum Beispiel eben Weihnachten oder Geburtstag ansteht, dann kann man, finde ich, jetzt mal als zum Beispiel auf Unilever, kann man ganz cool auch, sage ich mal, Shampoos oder sowas halt oder irgendwelche Cremes kann man dann ganz gut verschenken. Und von daher, wie du schon sagst, finde ich immer, man hat was in der Hand, man hat was Greifbares. Und ja, wenn man einmal sich quasi für so eine Marke irgendwie entschieden hat, zum Beispiel bei Deos oder sowas, da fällt mir das altbekannte Axe-Deo oder wie das heißt, ein von Unilever. Mhm. Ne, das irgendwie, weiß ich, das hat man einmal, verwendet man einmal, weil man das total geil findet. Und das wird man auch danach wird man auch in der Zukunft greifen, egal ob eine Krise ist oder nicht. Man will ja nach wie vor weiterhin gut riechen. Da werde ich ja nicht nur, weil eine Krise ist, auf irgendwie so ein No-Name-Produkt mal eben umsteigen. Und das ist halt so das, was diese Marken halt schaffen, dass nach wie vor dieses stetige und kontinuierliche Wachstum natürlich dann auch vorhanden ist. Genau, und auch vor allem das Thema Schwellenländer haben wir jetzt auch schon angesprochen. Das ist natürlich auch sehr interessant bei dem Thema Konsumgütern, weil auch die Leute dort bekommen mehr Geld und wollen auch diese Marken tragen, wie sie diese im Westen sehen. Ich meine, man sieht es wahrscheinlich überall in Medien, auf den Bildern, die Leute im Westen tragen alle die coolen Nike-Klamotten oder die essen ein schönes Ben & Jerry's Eis oder sie essen ein Langnese-Eis oder ein Magnum-Eis und das wollen natürlich die Leute in den Schwellenländern auch haben und dann fangen sie auch an, quasi die Marken dieser Produkte zu konsumieren, weil sie sie aus den Medien kennen. Ja, das ist quasi dieser ganz starke Drang nach diesen Markenprodukten. Und deswegen ist es auch so wichtig, meiner Meinung nach, dass man in Aktien investiert, die quasi bekannte Marken im Portfolio haben. Und da komme ich jetzt gleich zur ersten Aktie, nämlich die Unilever-Aktie. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Gigant der Konsumgüterbranche. Und der ist vor allem, also Unilever ist vor allem in dem Bereich des alltäglichen Lebens unterwegs, also bei den Produkten. Und dieses Unternehmen wurde in 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London. Und die Marktkapitalisierung beträgt im Moment 151,62 Milliarden Euro. Und der Kurs für die PLC-Aktie, es gibt nämlich zwei Aktien, darauf werde ich später nochmal eingehen, warum es die überhaupt gibt, dass es zwei Aktien gibt. Und der Kurs steht momentan bei der PLC-Aktie bei 53,20 Euro. Und für die Aktionäre gibt es im Jahr 2020, also auch mich und der Gerrit, wir sind beide in Unilever investiert, wir bekommen beide pro Aktie pro Jahr 1,64 Euro. Und das ist doch mal sehr ansehnlich, würde ich sagen. Und Unilever beschäftigt im Moment 155.000 Mitarbeiter circa. Und das Unternehmen Unilever ist in der Börsenwelt wirklich sehr bekannt. Und vor allem, aber auch für seine zuverlässigen Dividendenzahlungen ist das Unternehmen sehr bekannt. Und im Moment ist Alan Jope der CEO von Unilever. Und sucht man zum Beispiel auf Onvista oder finanzen.net, nach Unilever findet man meistens dann zwei Aktien, wie ich gerade schon gesagt habe, wie ich es angesprochen habe, nämlich die Unilever NV und die Unilever PLC. Gerrit, welche hast du denn? Ich habe die Unilever NV. Okay, und da gibt es nämlich einen Unterschied bei der Quellensteuer. Die PLC ist quellsteuerfrei und bei der Unilever fällt eine Quellensteuer an, aber dazu später mehr. Und jetzt liegt es quasi daran, dass es diese zwei Aktien gibt, dass der Konzern Unilever aus einer Fusion von Margarine Uni, also dieses Unternehmen sitzt in Rotterdam, Niederlande, und Lever Brothers Limited sitzt in London, hervorgegangen ist. Also daraus entstand quasi der Konzernname Unilever. Und Unilever besitzt ein breites Markenportfolio von weltweit über 400 Marken, also ein riesengroßes Portfolio, was Unilever hier mittlerweile angesammelt hat. Und Unilever ist in den Geschäftsbereichen Ernährung, Kosmetik, Körperpflege, Wasch- und Reinigungsmittel tätig. Und hier erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von etwa 52 Milliarden Euro. Und bekannte Marken aus dem Segment Nahrungsmittel und Getränke sind hierbei Ben & Jerry's, Magnum, Langnese, Fanny,
Mondamin, Knorr und Lipton. Lipton-Eistee kennt wahrscheinlich auch viele. Die Knorr-Fertigpackungen kennen auch viele. Magnum-Eis, Ben & Jerry's-Eis. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Ich meine, das sind sehr bekannte Marken. Und aus dem Segment Körperpflege haben wir ja gerade schon besprochen. Das Axe-Deo kommt davon. Rexona, Dove, Duschdas und Signal. Ich glaube, Signal ist eine Zahnpasta, wenn ich richtig Ja, ist liege. eine Zahnpasta, die habe ich selber immer. Also guck, dann haben wir sogar nochmal hier nochmal einen Konsumenten gefunden für das Produkt Signal. Und es gibt aber noch das Segment Haushalt und Textilpflege. Und da hat Unilever auch zum Beispiel das Waschmittel Coral oder Fizz, ist auch ein Putzmittel, glaube ich. Und Fizz und Sun heißt es. Und noch Domestos. Auch, und ich kenne jetzt nicht alle Marken, weil ich bin jetzt in dem Bereich nicht so oft tätig. Aber bei dem Thema Ernährung und Körperpflege kenne ich mich sehr gut aus mit den Marken von Unilever, würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, haben wir Unilever abgeschlossen. Auf die NV-Aktie, also die niederländische Aktie von Unilever, fällt eine Quellensteuer an. Und auf die PLC-Aktie, die ist im Moment noch quellsteuerfrei. Aber wir wissen ja nicht, wie sich das Ganze mit dem Brexit noch entwickelt, ob wir nicht vielleicht doch noch eines Tages auch da Quellensteuer bezahlen müssen. Ich würde sagen, ich komme dann jetzt zur LVMH-Aktie, zur zweiten Aktie, die wir dir vorstellen werden. Und das ist ein Luxusgüterkonzern. Und dieser wurde im Jahr 1987 von Louis Vuitton gegründet. Nee, was sage ich denn? Der wurde nicht 1987 gegründet, sondern der wurde schon viel früher gegründet, nämlich 1854 von Louis Vuitton. Und 1987 entstand dann quasi der Konzern LVMH. Und durch diese Fusion, also da ging dann quasi Louis Vuitton und Moët Hennessy, das ist quasi dann dieser Champagnerhersteller, die gingen dann zusammen und dann gab es dann quasi den großen Konzern LVMH. Und LVMH hat momentan eine Marktkapitalisierung von 214 Milliarden Euro und der Kurs steht im Moment bei 423,40 € je Aktie. Und es gibt momentan trotz Dividendenkürzung im Jahr 2020 eine Dividende von 4,80 € je Aktie. Und das Unternehmen beschäftigt 163.000 Mitarbeiter weltweit. Jetzt interessierst du dich sicher auch, was stellt Louis Vuitton, Moët Hennessy, LVMH überhaupt her? Was sind überhaupt die Produkte? Und die Geschäftsbereiche teilen sich dann in die folgenden Segmente auf, nämlich Fashion and Leather Goods, Parfüm und Kosmetik, Wein und Champagner. Und dann haben sie noch Uhren und Juweliersachen. Und dann haben sie noch quasi so Wiederverkaufssachen, also dass sie quasi so hier ab so Shops betreiben. Das ist dann dieses Retailing. Und das Fashion und Leather macht quasi den größten Umsatz aus, also die ganzen Louis Vuitton Klamotten dann wahrscheinlich, dann die Taschen oder ich weiß es nicht, was alles dazugehört. Und dann noch das ganze Louis Vuitton Parfüm und die ganzen Kosmetikprodukte. Ich weiß es echt nicht, was da alles gibt. Aber da werden sich wahrscheinlich dann auch, wirst du dich wahrscheinlich als Zuhörer wahrscheinlich in Teilen besser auskennen als ich. Und ich bin auch in der Aktie nicht investiert. Und der Konzern LVMH machte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von über 53 Milliarden Euro. Und am Ende blieb noch ein Nettogewinn von etwa 7 Milliarden Euro hängen. Und das Unternehmen hat über die letzten Jahre eine konstant steigende Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Aber dieser Trend wurde leider durch die Corona-Krise durchbrochen, woraufhin LVMH die Dividende leider deutlich eingestrichen hat. Und jetzt bekommen die Aktionäre bloß noch 4,80 € je Aktie. Und früher haben sie deutlich mehr bekommen. Aber alles in allem kann man sagen, dass das Geschäftsmodell von Louis Vuitton Moët Hennessy, kurz LVMH, wirklich als sehr solide aufgefasst werden kann. Auch wenn der Konzern kurzfristig in Krisen leidet, ist, glaube ich, der langfristige Trend auch hier. Ich meine, in den Schwellenländern wird auch immer mehr konsumiert. Und der größte Markt ist momentan sogar China und Asien von LVMH. Also hier sieht man auch ganz klar, wo der Trend langfristig hingeht. Dann würde ich sagen, haben wir LVMH abgeschlossen. Dann kommen wir direkt mal zur dritten Aktie schon. Und das ist nämlich Nike. Und Nike wurde im Jahr 1964 gegründet und firmierte zunächst unter dem Namen Blue Ribbon Sports. Und dieses Unternehmen wurde von Phil Knight und Bill Bowerman gegründet. Und wenn dich das Thema Nike mehr interessiert, dazu gibt es auch ein sehr spannendes Hörbuch auf Spotify. Ich glaube, das heißt The Shoe Dog. Das kannst du dir auf jeden Fall mal gerne anhören, dieses Buch. Ich fand das persönlich sehr interessant. Ich habe das mir auch auf Spotify mal angehört. Und Nike, wie wir wissen, ist ja der
einer der bekanntesten Sportartikelhersteller weltweit, neben Adidas und Puma. Und das Unternehmen, ja, bekam seinen letztendlichen Namen, ja, was hieß ja am Anfang ja Blue Ribbon Sports, durch einen Mitarbeiter laut Erzählungen. Er gab nämlich der Firma dann den Namen Nike, wie die griechische Siegesgöttin heißt. Die ist nämlich auch Nike. Und Nike vertreibt aber, ja, Nike vertreibt heute ein breites Produktsortiment in den Bereichen der Sportartikel und der Alltagsbekleidung. Und im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten bestehen quasi das Design, die Entwicklung und der Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung. Und das Sortiment setzt sich nun wie folgt zusammen. Wir haben einmal Schuhe, Kleidung, Sportgeräte, Hilfsmittel. Da habe ich jetzt mal zum Beispiel geschaut bei Nike.de. Als Hilfsmittel wäre mir zum Beispiel die Apple Watch aufgefallen. Ich weiß nicht, was würde dir noch einfallen, Gerrit, beim Thema Hilfsmittel? Vielleicht noch irgendein Schweißband oder ich weiß es nicht genau. Ja, Taschen, nee, das ist ja unter Accessoires, Entschuldigung. Hast auch Ja, keine gute Idee, oder? Frage. Nee, hast schon recht, so Ja. Schweißbänder würde ich schon so sagen, ja. Ja, so Zeug halt, ich meine, ja. Dann Accessoires sind zum Beispiel dann noch Taschen oder Rucksäcke oder ähnliche Sachen. Sporttaschen habe ich zum Beispiel auch eine von Nike. Aber auch viele Sportklamotten habe ich auch von Nike und Schuhe. Also ich bin eigentlich auch ein sehr treuer Nike-Kunde. Dann der Konzern gilt als einer der größten Händler von Sportschuhen und Sportbekleidung und vermarktet seine Produkte weltweit über Groß- sowie Einzelhändler, Brandstores, also die Nike-Stores oder über das Internet oder auch über Zwischenhändler. Und der Umsatz von Nike betrug im Jahr 2019 über 39 Milliarden Dollar, wovon am Ende dann etwa 4 Milliarden Dollar an Gewinn übrig blieben. Und Nike profitiert, wie viele andere Konsumgüteraktien, natürlich auch stark von dem Aufschwung in den Schwellenländern und der Konsumfreude der Menschen in diesen Ländern. Ich glaube, die Menschen dort in den Ländern, die lieben alle Nike und auch Adidas und die tragen vor allem auch Schuhe und dann die ganzen Trikots, tragen die mit großer Freude. Und deshalb ist es hier auch ein sehr großer Markt für Nike. Und wie wir auch alle wissen, auch hier in Europa, ich meine, oder in den USA, Sneaker und sportliche Kleidung im Alltag sind meiner Meinung nach absolut voll im Trend und davon profitiert Nike schon seit Jahren maßgeblich. Oder hast du eine andere Meinung zur aktuellen Mode, Gerrit? Also ich bin wirklich der Meinung, dass es wirklich so die Alltagsmode mittlerweile ist. Ja, finde ich auch. Also vor allem auch, ich sage mal, Geschäftsleute oder so hauen sich viel mehr Nike-Schuhe unter die Füße und gar nicht mehr, sage ich mal, so die Lackraketen an sich. Also der Trend geht natürlich auch eher zu diesem sportlicheren Look, bin ich der Meinung. Und da ist natürlich auch ganz klar, Nike im Vergleich zu anderen Sportartikelherstellern, wie jetzt zum Beispiel Adidas, würde ich jetzt mal persönlich behaupten, der größere Favorit. Weil einfach, ich finde, optisch gesehen gefallen mir die Schuhe schon deutlich besser als die von Adidas. Aber es ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Jeder sieht das Ganze natürlich anders. Genau. Und ich würde sagen, jetzt habe ich drei Unternehmen vorgestellt und Gerrit, ich würde sagen, jetzt stell uns doch mal die letzten zwei Unternehmen vor und fangen am besten gleich mal an mit Coca-Cola. Das ist nämlich das Futterunternehmen, das wir dir jetzt vorstellen werden. Und jetzt sind wir mal gespannt, was du uns zu Coca-Cola erzählen kannst. Also Coca-Cola wurde 1892 gegründet. Also das Unternehmen gibt es ja auch schon, ja, eine gefühlte Ewigkeit, sage ich mal so, und hat mittlerweile dann ja auch den Ersten und Zweiten Weltkrieg überstanden. Eine aktuelle Marktkapitalisierung hat es von 185 Milliarden Euro und das Unternehmen schüttet eine Quartalsdividende von 41 US-Dollar Cents aus pro Aktie. Und die Coca-Cola Company, die hat derzeit ein bisschen mehr als 86.000 Mitarbeiter weltweit. Und Coca-Cola oder The Coca-Cola Company ist natürlich in der Welt der größte Softdrinkproduzent. Und Coca-Cola ist natürlich nicht auch irgendwie gleich Coca-Cola. Das Unternehmen besitzt nämlich die Rechte an weltweit rund 500 Marken. Also nochmal deutlich mehr, nochmal eine Schippe drauf als Unilever mit 400 Marken. Zu den Produkten, die Stand heute noch allesamt alkoholfrei sind. Ich sage bewusst Stand heute, weil ich vor kurzem irgendwie mal News gesehen habe oder ja, mich so ein bisschen informiert habe. Da war wohl eine Aussage getroffen worden, dass Coca-Cola auch sich so ein bisschen vielleicht in der Alkoholbranche, sage ich mal so, sich vielleicht zukünftig wiederfinden möchte.
Das ist aber nur jetzt eine reine Spekulation meinerseits, beziehungsweise die habe ich natürlich auch nur aus den News entnommen. Also grundsätzlich ist Coca-Cola natürlich im alkoholfreien Segment der Getränke tätig, also der Erfrischungsgetränke. Und sie bieten natürlich Erfrischungsgetränke in vielen Variationen an, mit und ohne Zucker. Daneben haben sie da auch noch Schorlen und Eistees, Sportgetränke, mittlerweile auch Energy Drinks oder ist an Energy Drinks Herstellern beteiligt. Dann aber auch Säfte und natürlich verschiedene Mineral- und Tafelwasser. Aber mittlerweile auch natürlich gekühlte und trinkfertige Kaffees. Das Tolle an dem neuen Unternehmen ist, es bietet zudem auch verschiedene, das wusste ich auch noch nicht, Packungsgrößen an und ist damit natürlich auf den Bedarf von alleinstehenden Menschen zugeschnitten, Großfamilien, Restaurants und so weiter. Und zu den World's Top 5 der nicht-alkoholischen Getränke gehören bereits 4 von Coca-Cola, nämlich die ganz normale Coca-Cola, die Diet Coke, Sprite, aber auch Fanta. Und natürlich, wer kennt sie nicht, Coca-Cola Zero ist eine Marke von dem Unternehmen Powerade, Mezzomix, Bon Aqua, Fusity und so weiter und so fort. Ich muss ja auch jetzt nicht irgendwie alle erwähnen. Das Geschäftsmodell ist aber auch recht clever, nämlich die Coca-Cola Company arbeitet mit einem sogenannten Lizenzsystem. Das heißt, als Marktinhaberin hat dieses Unternehmen Lizenzverträge mit Partnern, also sogenannte Lizenzabfüllverträge in der ganzen Welt. Und diese Partner sind natürlich für die Produktion und den Vertrieb dieser Coca-Cola-Produkte dann wiederum verantwortlich. Und somit kommt das Unternehmen eigentlich auf eine Mitarbeiterzahl mit den sogenannten Bottling-Partners, also den Abfüllpartnern, von über 700.000 Mitarbeitern. Und 2/3 des Umsatzes wird außerhalb der USA erwirtschaftet. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen über 3.900 Produkte in mehr als 200 Ländern. Also, ich weiß nicht, Janik, was magst du lieber, Coca-Cola oder Pepsi? Ganz klar die Coke, oder? Also, wenn ich jetzt das Getränk nehmen müsste, wenn du das Getränk meinst, dann würde ich auf jeden Fall zu Cola greifen. Wenn ich jetzt investieren müsste, würde ich wahrscheinlich eher in PepsiCo investieren, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ja, dann komme ich noch zu dem letzten Unternehmen. Wer hätte es gedacht? Das darf natürlich bei sowas nicht fehlen. Ich rede hier natürlich ganz klar von McDonald's. Aber Gerrit, nochmal ganz wichtig, ja, warum haben wir jetzt genau dieses Unternehmen ausgewählt? Weil heute gab es... Helf mir mal. Heute gab es Dividende von McDonald's. Ach so, du bist bei McDonald's. Entschuldigung, ich dachte, du wärst bei Coca-Cola. Genau. Nein, ich meine... Aber McDonald's. Nee. Heute am 16.09. da haben wir unsere Dividende bekommen, ganz klar. McDonald's gibt es schon recht lange, nämlich das Gründungsjahr geht auf 1940 zurück. Und wie wir alle wissen, ist eigentlich, in Anführungszeichen, das Unternehmen, ich sag mal so, eine Fast-Food-Restaurantkette. Und die aktuelle Marktkapitalisierung von McDonald's, die liegt bei ungefähr 140 Milliarden Euro. Also ist ein bisschen kleiner als Coca-Cola. Und es gibt hier eine Quartalsdividende, Stand heute, wie gesagt, von 1,25 US-Dollar. Ich habe aber nochmal geprüft gehabt, das war jetzt die 4. Ausschüttung für den September. Das heißt eigentlich für uns, Janik, wenn das Unternehmen bereit ist, dann kannst du ja nochmal die Dividende zum Ende des Jahres natürlich nochmal erhöhen. Das heißt, wir hätten die Chance im Dezember nochmal, ja, auf eine höhere Dividendenrendite beziehungsweise auf eine höhere Dividende. Aber das werden wir dann mal erstmal sehen. Genau, ich vermute auch, dass hier wahrscheinlich die Dividende erhöht werden wird, ja. Aber ich denke, dass sie geringfügiger erhöht werden wird als in den letzten Jahren. Nur meine Einschätzung. Genau. Wir hatten ja auch schon in unseren anderen Podcast-Folgen natürlich auch unter anderem von McDonald's berichtet. Und wie wir auch wissen, ist es wirtschaftlich natürlich durch Corona bedingt, ging es da natürlich auch ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen in Anführungszeichen, den Bach runter. Nichtsdestotrotz, McDonald's ist einer der weltweit größten Anbieter, logischerweise von Fast Food, und bietet zudem natürlich regelmäßig wechselnde, ja, Spezialangebote. Das kennt man ja auch immer in diesen Zeitschriften, die zumindest bei mir im Postkasten liegen. Da habe ich dann immer so verschiedene Menüs, also in Form von Coupons, die man dann irgendwie ausschneiden muss. Und wenn man die dann vorlegt, dann bekommt man, keine Ahnung, diese Spezialangebote zum halben Preis, sage ich mal so.
Ja, die aktuell bestehenden oder auch zukünftigen Restaurants werden zum Teil selbst von der Firma gesteuert, aber auch McDonald's hat ein sogenanntes Lizenzsystem, nämlich so ein Franchise-System. Das heißt, die weiteren oder viele weitere Filialen, das sind unabhängige Unternehmer, die diese halt leiten. Und da sind auch über 90% der Restaurants von McDonald's Franchise-Betriebe. Und wer schon einmal den Film, an dieser Stelle kann ich das wirklich sehr empfehlen, The Founder, da wird nämlich diese ganze McDonald's-Historie nochmal im Detail natürlich dargestellt und Ja, verfilmt. absolut Und wer, sehenswert, by the way. genau, und wer halt diesen Film schon mal gesehen hat, der weiß, dass die Aufmachung der Restaurants und die Gestaltung der Produktpalette immer einheitlich sind. Und da geht es natürlich auch in dieser Kernbotschaft geht es bei dem Film The Founder darum. Und die mit Abstand bekanntesten, ja, Produkte von McDonald's sind ganz klar der Hamburger, Cheeseburger, Big Mac. Und mir gefallen natürlich auch ganz, finde ich immer, ich bin absoluter Eiscreme-Fan. Auch die McFlurries, die gefallen mir wirklich sehr gut. Darüber hinaus ist das Unternehmen natürlich auch nicht ganz starr und kann sich den verschiedenen Ländern natürlich in den jeweiligen regionalen Filialen natürlich anpassen, so dass halt auch alle Geschmäcker, sage ich mal so, bedient sind. Und als ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr in Indonesien unterwegs war, da ist natürlich sehr viel, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, da sind sehr viele McDonald's-Filialen halal ausgerichtet. Und ich glaube, da geht es dann vielmehr darum, wie das Fleisch quasi geschlachtet ist. Und das ist natürlich auch hauptsächlich nur, ich glaube, die haben ja auch gar kein Schweinefleisch im Sortiment oder so, sondern nur Rindfleisch und Chicken. Aber nichtsdestotrotz, Halal ist ja eine gewisse Art, glaube ich, der Zubereitung und der Schlachtung der Tiere. Ich will da auch jetzt nicht zu tief abtauchen, was ich nur damit sagen möchte, McDonald's passt sich natürlich auch den Gegebenheiten in den Ländern an. Und zu den bestehenden Filialen gibt es natürlich auch noch diese schönen Mac-Cafés. Ich denke mal, da muss ich auch nicht viel zu sagen. Hier gibt es natürlich noch parallel zu der allgemeinen Menükarte noch Gebäck, Croissants, verschiedene Kaffee- und Teespezialitäten, Muffins, Kuchen und ja, was das Herz begehrt. Und das Ganze soll natürlich dann diesen Aufenthalt in den McDonald's-Restaurants nochmal abrunden. Genau, das war's zu dem Unternehmen McDonald's. Ich muss sagen, bis auf Nike und Louis Vuitton, Moët Hennessy habe ich alle im Depot. Zusätzlich natürlich auch noch, über die wir kurz angerissen haben, zum Beispiel Procter & Gamble habe ich noch und Johnson & Johnson, finde ich, könnte man auch schon fast hier zuzählen. Aber ich glaube, an dieser Stelle die fünf, die sind schon ziemlich cool. Und Louis Vuitton wollte ich mir vielleicht auch noch mal ins Depot holen. Das noch mal an dieser Stelle. Yannick, ich weiß nicht, willst du noch mal dich kurz dazu äußern, welche du im Depot hast, oder ist es nur Unilever? Ah nee, McDonald's sagtest du ja noch. Genau, also ich habe Unilever, McDonald's und Nike bei mir Ja. im Depot und auch im Sparplan. Die werden alle drei bis an mein Lebensende wahrscheinlich bespart werden. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und genau, wir hoffen natürlich jetzt, dass wir dir hier fünf spannende Aktien vorstellen konnten aus der Konsumgüterbranche. Es gibt natürlich noch viele weitere und ich glaube, wir können auch ruhig nochmal eine zweite Folge zu dem Thema abdrehen, wenn wir mal wieder Zeit haben. Ich glaube, da findet man immer spannende Aktien in dem Bereich und meiner Meinung nach sollte man absolut hier auch investiert sein als Dividendeninvestor, weil man hier auch einfach das langfristige Wachstum mitnehmen kann und auch schön von steigenden Dividenden profitieren kann. Und an dieser Stelle würde ich sagen, für weitere Informationen, Gerrit, wie immer, kannst du gerne auf unseren Instagram-Profilen vorbeischauen. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkettisch und meine Wenigkeit unter dem Namen Finanzenfuchs. Unseren Podcast gibt es auf vielen weiteren Plattformen, wie zum Beispiel Google Podcast, Apple Podcast, Spotify und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett hochgeladen. Dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Verbindung treten. Du kannst auch gerne mal auf unserem Blog vorbeischauen. Dort haben wir den Beitrag auch nochmal verschriftlicht für dich. Also falls du da nochmal ein paar Details rausziehen möchtest, dort haben wir auch zum Beispiel die WKN und die ISIN nochmal verlinkt zu den jeweiligen Konsumgüteraktien. Also schau doch da gerne mal vorbei. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.